Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zu den heutigen RIMO R5 Highlights. Mein Name ist Michael Salm, ich arbeite im RIMO Support und freue mich, Ihnen heute Neuerungen im Bereich Prozess und Aufgaben näher zu bringen. Dazu zeige ich Ihnen heute die neue Aufgabenliste im RIMO R5. Ich kenne es selber noch ein bisschen aus der Praxis. Das ganze Aufgabenmanagement, die ganze Pendenzenverwaltung ist immer ein bisschen eine Herausforderung gewesen, dass man da wirklich als Bewirtschafter ein bisschen alles auf dem Radar gehabt hat. Ich denke da zum Beispiel an auslaufende Mietverträge, an Index-Mietzinsanpassungen, an Anzeigefristen für Optionen, an befristete Mietverträge, die enden, oder aber auch irgendwie an regelmäßige Unterhaltsthemen, wie zum Beispiel Leitungen, die man regelmäßig muss spülen muss, oder Flachdächer, die man sollte kontrollieren. Das war immer eine rechte Herausforderung gewesen, dass man diese Termine sauber auf dem Radar hat und auch nicht tut vergessen. Und bis anhin haben wir die Pendenzen vielleicht irgendwo extern ein bisschen geführt oder auf einer Liste gehabt. Und um sie da effizient zu unterstützen, haben wir im RIMO R5 eine nigelnagelneue Aufgabenliste gemacht. Sie sehen die Aufgabenliste sehr präsent, wenn Sie ins Programm einsteigen, gerade auf dem Startbildschirm. Ich habe da jetzt mal gewisse Aufgaben mir eingerichtet, wo es mir da angezeigt wird und nach Fälligkeit sortiert wird. Wenn ich so eine Aufgabe einmal aufmache, haben Sie da so die gängigsten Einstellungsmöglichkeiten, wie Sie es von Ihren Pendenzen oder Aufgabentools erkennen. Sie können da Bezeichnungen angeben, Sie können die Aufgabe priorisieren, Sie können einen Verantwortlichen definieren und die Aufgabe natürlich auch innerhalb von Ihrer Firma jemand anderem zuweisen. Sie können das Fälligkeitsdatum angeben und eine Uhrzeit und Sie können dieser Aufgabe einen Status zuweisen, ist die offen, ist die in Bearbeitung oder ist die erledigt. Und auf der rechten Seite können Sie da noch ein bisschen eine detailliertere Beschreibung angeben. Die wahre Stärke oder der grosse Vorteil von dieser Aufgabenliste im RIMO R5 inne ist allerdings die Verlinkung oder die Links, die Sie da unten links sehen. Da haben Sie die Möglichkeit, Programmteile, sei das Funktionen, sei das Auswertungen oder Stammdaten entsprechend zu verlinken in dieser Aufgabe. Und zwar habe ich mir jetzt da für die Aufgabe Sollstellungen für den Juni 2020 einmal einen Link eingetragen und wenn ich da drauf klicke, springt mir das Programm gerade automatisch auf die entsprechende Funktion. Wirklich stark wird das allerdings, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine Aufgabe anschaue, wo ich eine Mieteroption muss prüfen muss. Und wenn ich jetzt muss wissen oder ich jetzt will wissen, ja, in welcher Liegenschaft, welcher Mieter ist das, dann muss ich da gar nicht lange suchen, sondern ich habe da unten meinen Link drin, kann da entsprechend draufklicken und das Programm öffnet mir den entsprechenden Datensatz gerade am richtigen Ort. Ich sehe jetzt, ich bin in der Feldstraße 79, der Müller Peter, 3,5 Zimmer Wohnung gegen links, vom Mietverhältnis vom 1.10.2018. Da habe ich offenbar jetzt irgendeine Option drin, die kann eingelöst werden kann, die bis am 30.06.2020 muss angezeigt werden. Und die Verlinkungen, die bleiben natürlich auch, wenn ich die innerhalb von der Firma an einen anderen Benutzer oder an einen anderen Verantwortlichen zuweise. Das gängigste Beispiel aus der Praxis ist vielfach auch, wenn man irgendwie um einen Rückruf gebeten wird oder so, dann kann ich da oben den entsprechenden Namen angeben. Bei mir hat es da der Peter Müller angerufen. Über die Suchfunktion bin ich da relativ schnell in der neuen entsprechenden Person hinein. Wenn ich da auf Kommunikation gehe, habe ich gerade die Kommunikationseinträge von dem Mieter, kann der Herr Müller noch schnell fragen, ob sie wettet den Rückruf auf Geschäftsnummer haben, kann da bequem neue Aufgabe erstellen, kann da sagen, Beispiel bittet um Rückruf und kann das da meinem Arbeitskollegen, wo soll Retour läuten, entsprechend eintragen lassen. Wenn ich jetzt bei dem Mitarbeiter drin hineingegangen, hat der natürlich in seiner Aufgabenliste den Rückruf entsprechend drin, kann das aufmachen und via Verlinkung ist er da relativ schnell auf dem betroffenen Datensatz. Ein weiterer Vorteil von dieser Aufgabenliste im RIMO ist, ich kann die Aufgaben zwischen den verschiedenen RIMO-Benutzern natürlich auch transferieren.
Das ist dann vor allem von Vorteil, wenn es irgendwie um längere Ferienabwesenheiten geht, um krankheitsbedingte Ausfälle oder wenn ein Mitarbeiter gekündigt hat, kann ich die relativ bequem vom einen Mitarbeiter oder vom einen RIMO-Benutzer auf den anderen RIMO-Benutzer übertragen, ohne dass irgendetwas verloren, vergessen geht oder unter den Tisch geht. Gut, das wäre es von der neuen Aufgabenliste im RIMO R5. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie uns sehr gerne kontaktieren oder Sie können unter dem Video gerade direkt einen Kommentar hinterlassen. Morgen schalten wir bereits die nächsten Highlights vom RIMO R5 online. Das sind die neuen Assistenten, die wir drinnen haben. Einerseits der Kommunikationsassistent und der Mietvertragserfassungsassistent. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, zusammen mit Ihnen in die neue Generation vom RIMO zu starten.